Sachen zu Danja sagen. Jetzt kommt's. Ich finde es sehr nett von dir, dass du, schwierig. Yo! Was? Live? Leute, herzlich willkommen zu diesem Rainbow Friends Video, was vielleicht das wichtigste Rainbow Friends Video in der Geschichte unserer Aufnahmen sind, Danja. Denn heute könnten wir die Rainbow Friends befreien. Ich bin gespannt. Und zwar wirst du dich jetzt ganz bestimmt fragen und ihr auch, wie? Ja. Und zwar, indem wir vielleicht einfach mal... Warum ist jetzt eine Fliege hier in meinem Studio? Wie dem auch sei. Indem wir heute in diesem Video 24 Stunden sozusagen bei den Rainbow Friends nett sind. Zueinander, zu den Rainbow Friends, zu der Community. Weiß ich ja nicht. Und das fängt jetzt bitte an. Zur Community sind wir eigentlich fast immer nett. Danja, ich möchte jetzt nicht diskutieren, sondern wir fangen vielleicht das Video direkt mal sehr, sehr positiv an. Vielleicht sagst du einfach mal drei schöne Dinge zu mir, die ich vielleicht mal hören muss. Drei schöne Dinge. Ja, also und auch wenn du die Rainbow Friends siehst, bitte nicht ausflippen, okay? Wir wollen sie ja heute befreien. Ja, mhm. Karin, ich finde es schön, dass du so gut bist bei Rainbow Friends. Ich finde es schön, dass du so viele tolle Rainbow Friends Videos gedreht hast. Und ich finde es schön, dass du so viele tolle Rainbow Friends Videos mit mir gedreht hast. Nett. Ja. Super nett. Leute, also wie gesagt, es geht darum, wirklich nett zu allen zu sein und auch sozusagen zu Danja, ne? Und ich möchte jetzt auch mal drei ganz nette Sachen zu Danja sagen, ne? Die mir auch wichtig sind. Jetzt kommt's. Ich finde es sehr nett von dir, dass du, schwierig. Ja, finde ich auch sehr nett von mir. Nein, also, ich finde es super, Danja, dass du bald endlich in den Urlaub fliegst. In dem Sinne ist es was Nettes, weil ich dir das echt wünsche. Mhm. Die zweite Sache ist, ich finde dein Merch echt cool. Oh, warte mal, das ist ja jetzt wirklich nett gewesen. Ja, habe ich dir aber auch letztens auch schon gesagt. Ich finde dein Merch ziemlich cool. Und die dritte Sache ist, ich finde es toll, dass du bei so vielen Rainbow Friends Challenges mitmachst. Und ich glaube, das erfreut die Rainbow Friends auch. Ich hoffe, dass die Rainbow Friends darüber erfreut sind. Ich glaube auch. Danja, hast du denn gerade vielleicht ein paar Blöcke, die du vorbeibringst? Guck mal, wir sind in der ersten Nacht durch. Und ich wäre dafür, dass wir vielleicht mal hier reinschreiben, weil es sind viele aus der Community da. Ihr seid super. Ich schreibe, ihr habt das so toll gemacht. Klasse gemacht. Wir sind stolz auf euch. Mega. Und Leute, diese Challenge machen wir jetzt nicht, weil wir, also wir wollen jetzt nicht schleimen oder so. Ich finde, in letzter Zeit streiten wir uns wieder sehr oft, Danja. Und ich weiß, ich bin nicht immer der Schuldige bei sowas. Was? Nein, also ich muss ja heute nett sein. Aber siehst du, guck mal, wir sind nett und wie schnell wir die erste Runde durchgespielt haben. Mit der Community sozusagen oder vielen aus der Community. Bereitet mir gerade ein bisschen physische Schmerzen, die Challenge. Ihr seid richtige Profis. Ehrlich. Und ich meine das auch wirklich ernst. Toll. Danja, das ist wirklich, also ich bin, Danja, ich versuche doch einfach, das ist jetzt kein Scherz oder so, ich versuche doch einfach nur ein bisschen positiv heute zu sein. Ja, ich finde es schön. Ich finde es toll. Ja, aber ich habe das Gefühl, du nimmst das nicht so ganz ernst. Ja, ich nehme das nicht so ernst, weil es so erzwungen ist. Ich will nicht so gezwungen. Warum? Es gibt Challenges, die mache ich ungerne und es gibt Challenges, die mache ich sehr, sehr gerne. Und das ist eine Challenge, die ich sehr gerne mache. Okay, schön. Besonders auch mit dir, Danja, weil, also, ich würde wirklich, ich kann mir keine andere Person vorstellen, mit der ich jetzt Rainbow Friends lieber spielen würde. Wirklich. Ich könnte mir keine andere Person vorstellen. Aber alleine würdest du es lieber spielen? Auch nicht. Nein, ganz bestimmt nicht. Alleine doch nicht. Hallo? Warum sollte ich das alleine spielen wollen? Ich kann damit nicht umgehen. Oh, ich mag das nicht, wenn du so nett bist. Du musst immer so, du übertreibst immer so krass. Oh nein, das hat jemanden erwischt. Schade. Alles Gute für dich, Finn Leonie. Ja, vielleicht kannst du dich ja respawnen. Liebe Grüße an dich, Finn Leon. Blue ist da. Blue, guck doch mal, Blue. Guck mal, ich hab nichts gegen dich oder so, ne? Ich mag dich und ich weiß, dass du auch Probleme hast, aber wir versuchen euch nur zu helfen. Wir versuchen euch ja zu befreien und ich verstehe, dass du gestresst bist. Ich verstehe, dass dir manche Sachen hier bei den Rainbow Friends nicht gefallen, aber es hilft doch auch nicht, wenn du uns immer versuchst, so zu fressen. Weißt du? Echt mal. Blue, wir wollen dir wirklich nur helfen. Blue, okay, Blue hat Danja erwischt. Das finde ich jetzt sehr, sehr traurig. Das ist wirklich traurig. Danja, geht's dir gut? Nein. Wieso nicht? Ja, es hat mich jetzt seelisch schon sehr mitgenommen, dass Blue mich jetzt einfach weggehapst hat, obwohl ich ihm nur helfen wollte. Ich wollte ihn umarmen, weißt du? Das war eigentlich mein Ziel. Ja. Ich wollte ihm einfach so eine große Umarmung anbieten. Das ist so wie mit Teddybären, wie mit Grizzlybären. Die sehen halt echt verdammt kuschelig aus, aber man sollte sie halt nicht einfach umarmen. Definitiv nicht, Leute, definitiv nicht. Also, ihr solltet einfach abhauen.
bauen am besten. Aber guck mal, Danja, wir sind gleich schon wieder mit dieser Runde fertig. Ich habe jetzt wieder ein Foodpack hier. Hast du auch eins? Nein, meine waren ja wieder weg, weil ich gestorben bin. Achtung, pass auf, da kommt Blue. Das ist doch nett. Wir helfen uns einfach gegenseitig. Ist das nicht toll? Pass auf, Blue. Ja. Mhm. Warum sagst du, pass auf, Blue? Ich verfolge doch Blue gar nicht. Nee, also ich wollte dir sagen, dass Blue kommt. Nicht, dass du aus Versehen Blue auch kuscheln willst. Und dir dann das Gleiche passiert wie mir. Davor wollte ich dich jetzt bewahren. Verstehst du? Ja, okay. Ist hier unten.